und höre, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt, damit wir seine Gerechtigkeit kennenlernen. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Allah azza wa jal sagt, wer gute Taten macht und er ist dabei gläubig, hat weder Unrecht noch Lohnminderung zu befürchten. Was meint Allah azza wa jal hier? Das heißt, derjenige, der 1000 Sünden hat, Allah wird ihn nur für diese Anzahl von Sünden abrechnen, nicht für mehr. Subhanallah. Schaut mal, einer hat 1000 Sünden gemacht, er hat viel an Übel gemacht. Aber wird Allah ihn für 3000 Sünden abrechnen, sondern nur für 1000? Das heißt, er hat weder eine Vervielfachung seiner Sünden, noch eine Minderung seiner guten Taten zu befürchten. Einer hat 10.000 Hasana gemacht, wird Allah ihn für 9.000 belohnen? Sondern mindestens für? Und er bewertet sie, wie er will. Gerechtigkeit. Das ist die Gerechtigkeit, die wir bei Allah subhanahu wa ta'ala zu erwarten haben, liebe Geschwister.